Anschluss gesucht. Warum sitze ich heute hier im Dunkeln? Fragt sich der eine oder andere. Ja, weil es draußen dunkel wird. Ja, ich bin heute unterwegs, wie schon oft oder wie so oft. Und ja, ich bin hier in einer Kleinstadt oder in einer Stadt, ist ja auch egal. Und zum Glück bin ich jetzt hier nicht nochmal gestrandet, weil heute habe ich wieder mal die Grenzen der E-Mobilität gesehen. Jetzt nicht des E-Autos, habe ich schon oft was geschrieben oder auch dem einen oder anderen schon zeigen können. Auch videotechnisch habt ihr immer sehr, sehr positive Sachen natürlich gehört. Aber heute möchte ich vielleicht hier, da ich eh warten muss, Frust will ich jetzt nicht sagen, aber meine Punkte der Grenzen auch mal weitergeben. Vielleicht gerade wichtig, vielleicht auch die, die schon E-Auto fahren, die kennen das vielleicht auch, diese Situation. Und die, wo noch nicht E-Auto fahren, sollten sich vielleicht auch hier immer Gedanken machen, es kann so auch kommen, wie es mir zum Beispiel heute passiert ist. Ich bin heute, das Video habt ihr vielleicht schon gesehen, oder ihr seht es erst noch, nein, ihr seht es noch erst, gut, jetzt hab ich schon etwas vielleicht verraten. Und zwar geht es um einen Trip nach Würzburg, so viel verrate ich mal. Und es ist dann, wenn ihr es seht, natürlich schon rum. Es ist ein Trip, der heute war. Heute ist der 28. September. Ja, einige E-Autofahrer wissen, heute war der E-Cannonball. Und genau hier, denke ich, passt es ja eigentlich ganz gut. Alle Augen waren natürlich, vor allen Dingen natürlich von E-Mobilisten und Enthusiasten, konkret auf den E-Cannonball gerichtet. Und der E-Cannonball ist auch ein ganz tolles Event. Das ist ein Verbrauchsvergleichsfahrt. Das heißt, man ist mehrere hunderte von Kilometern einmal quer durch Deutschland gefahren. Sicherlich hat es auch ein paar Probleme gegeben und weniger Probleme gegeben. Aber ich muss mal ein bisschen drehen hier. Machen wir die Tür kurz auf. Es ist so, dass so eine Fahrt unter bestimmten Voraussetzungen ganz cool ist natürlich. Ne? Man fährt da einmal quer durch Deutschland, schafft es eigentlich zu verhältnismäßig guten Zeiten. Wenn man das entsprechende Auto hat, ist es auch mit dem Laden natürlich ganz toll. Da habe ich ja auch, glaube ich, schon was gebracht euch. Und an sich der Tag war toll. Ich war, wie gesagt, in dem Event. Ich habe mich gut unterhalten, habe auch ein paar Neuigkeiten. Wie gesagt, seid einmal gespannt drauf. Aber hinzus habe ich schon einen Fehler gehabt. Und der lag bei mir. Ich bin einfach nicht richtig aufgeladen losgefahren. Bis dato war eigentlich das jetzt auch nicht so tragisch. Dachte, ich fahre noch vielleicht, klar, ist auch kostengünstig, bei einem Discount-Lader vorbei. Also das heißt, es war Aldi Süd, ich sage das jetzt einfach mal hier so. Und bei dem Discounter ist es so gewesen, da ist die Ladesäule nicht gegangen. War für mich dann okay, Mist, ne? War noch ein bisschen Ladung drin. Ein paar Prozentpunkte waren es noch. Und dann habe ich dann gedacht, okay, jetzt geht es eh den Berg runter und bin dann in die Stadt reingefahren. Stadt haben wir viele AC-Ladesäulen, das sind Wechselstrom-Ladesäulen. Und hat auch gut geklappt. Das heißt, ich habe dann einfach nochmal geladen und habe dann mir gedacht, okay, Tasche geladen und fahre weiter. Bin in der Nähe vom EK-Center gewesen, also da, wo das Video dann drüber kommt. Und habe dann auch eigentlich über den Tag jetzt heute, eigentlich 3 Stunden oder so war ich dann dort, würde ich jetzt mal sagen, habe dann Akku schon wieder halb voll gehabt. Also war das der Engpass eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Aber es hat mich trotzdem geärgert, weil wäre natürlich schön gewesen, hätte es geklappt. So, was dachte ich eigentlich? Okay, ich habe noch gedacht, okay, kostenlose Lademöglichkeit. Das wird auch im Video so vielleicht so kurz angedeutet. Das war aber auf der Hinfahrt. Da wusste ich ja nicht, was auf der Heimfahrt passiert. Und das nehme ich jetzt halt vorweg. Auf der Heimfahrt wollte ich eigentlich ganz normal auf der Raststätte laden. Da war ich bei, ich glaube, Ob der Tauber heißt es, bei Tauber Bischofsheim in der Ecke und wollte ganz normal an die Raststätte fahren.
ich weiß Bescheid. Oftmals ist ja auch das Problem, der ein oder andere kennt es von meinen Posts auch, wie gesagt, auch wo nicht immer alles toll läuft, dass auch das Thema Internet ganz wichtig ist. Aber, wie ich euch schon gesagt habe, nehmt immer eine Ladekarte eines Anbieters mit. Ist egal welche, aber nehmt eine. Ich habe jetzt immer noch diese gelbe Karte. Die ist auch etwas teuer geworden, ne? Aber das ist was anderes am Rand. Aber ist immer noch am relativ günstig im Verhältnis. Und man kann dann auch an einer Schnellladestation ohne Internet dann mit einer Ladekarte laden. So, grundsätzlich, ja, alles top. Aber Problem ist halt, wenn die komplett ausgefallen ist, die Station. Also das heißt, es ist wie wenn die komplette Tankanlage weg ist. Ist mir auch tatsächlich mal passiert, dass ich an eine Tankstelle gekommen bin und die hatten Wartungsarbeiten und dann ging nichts mehr. War auch softwareseitig. Ne? Das heißt, die Anlage, die Pumpen, Abrechnungssysteme, ich glaube, das war sogar das Abrechnungssystem, also die Pumpen werden sogar gelaufen, ging aber nicht, weil die Station, diese Abrechnungssysteme mussten gewartet werden. So, okay, also kann auch passieren, hat mich auch damals bestimmt 20, 30 Minuten gekostet. Also war vom Beruflichen her unpraktisch, sage ich jetzt mal, weil ich Benzin halt holen muss oder ein Auto volltanken muss und das war halt schon ja, ärgerlich. Und ich muss trotzdem ja den gleichen teuren Preis zahlen. Ne? Muss halt manchmal auch mit dem Verbrenner fahren. So, beim E-Auto muss ich immer sagen, das E-Auto ist eigentlich top. Es fährt, man kommt von A nach B. Gerade wenn man weiß, man ist Pendler, man kann beim Betrieb laden, man kann daheim laden. Und selbst mit so einem kleinen Auto kann man heute immer noch, also immer noch, es gibt ja jetzt bald neue Autos, ihr habt vielleicht das IAA-Video noch nicht ganz gesehen oder seid gerade dabei. Und es gibt immer noch die Möglichkeit natürlich, mit so einem alten Elektroauto, wie ich habe, also alt in Anführungsstriche, der ist nicht so alt, aber er ist halt 2010 damals schon auf den Markt gekommen, ist wenig geändert worden, das sehen wir auch beim Smart, auf der IAA vielleicht, da ist nicht viel geändert worden, gut, der E-Up und so weiter, der neue Corsa ist neu aufgelegt worden, also es sind schon tolle Modelle, aber man kann eigentlich auch mit meinem Auto wirklich, gerade als Pendler, wunderbar von A nach B fahren. Ich kann einen irgendwo am Tag stehen lassen und dann schön gleichmäßig laden. Schon den Akku und vielleicht auch dient euch dann später. Aber Schnellladesystem und auch wenn ich ein relativ langsames Normalladesystem habe, dann, was ich eigentlich ja nicht immer brauche, aber in so Notsituationen, wenn alles weg ist, dann habe ich ja schon oft in den Videos gesagt, sucht euch immer auch nochmal eine Notlösung. Ich habe heute auch mein Notladekabel mit Schuko nicht dabei. Andererseits muss man sagen, ja, wer macht das eigentlich auch immer? Ne? Es ist für die Notsituation, und ich würde es auch machen, wenn ich jetzt dabei hätte, wenn ich jetzt wirklich knapp im Ausrollen wäre, im Schleppmodus und Motorleistung geht zurück, dann würde ich halt irgendwo klingeln und sagen, haben Sie nicht irgendwo eine Steckdose oder so? Es ist halt peinlich, aber was wollen dann machen? Ne? Es geht. Das ist der ganz große Vorteil. Aber wollen tun wir es ja nicht. So, wir wollen Ladestationen und auch Systeme, die überblickbar sind, die funktionieren. Ne? So. Und deswegen auch hat der eine oder andere YouTuber vielleicht jetzt hier auch schon gemacht oder jemand, der in Facebook oder wo immer seinen Frust losgeworden oder los wurde, hat auch bestimmt schon gesagt, Leute, wir brauchen keine Förderung der E-Autos. Die Autos sind okay. Wir brauchen eine Ladeinfrastruktur. Die Dinger müssen laden können. Ich muss ja auch an eine Tankstelle fahren können. Und genauso wie es mir damals an der Tankstelle ging, in der Situation, was mich auch geärgert hat, musste ich zwar warten, aber ja, ist halt einfach Mist. Ne? Jetzt wird es ja immer dunkel hier. Ich nehme euch immer mit raus. Gucken wir mal zusammen noch auf die Ladestation. Denn wird vielleicht auch irgendwann fertig sein. Ist jetzt wie gesagt schon recht dunkel. Und ihr seht, bin ich hier, jetzt hier in Bad Mergentheim, haben wir fast 80%, 11 kW Leder rein. Vorhin hat er mit 3,1, 3,2 kW geladen. Das ist auch noch ein Wert, wo ich sage, klar, das ist okay, aber ich muss ja noch heimkommen. Das heißt, das ist eigentlich so der Punkt, wo ich sage,
ich muss von A nach B fahren können, ich muss heimkommen. Und das muss einfach irgendwie funktionieren. Also, wenn ihr denkt, E-Autos sind cool, ja, sage ich immer wieder. Aber stellt euch einfach mal vor, ihr habt ein Gasauto. Ein Gasauto ist bestimmt genauso cool. Aber nicht cool ist, wenn ihr mit dem Gasauto suchen müsst, wo kann ich mein Gasauto auftanken? Oder wie kann ich mein Gasauto, wo kann ich mein Gasauto tanken? Ja? Das aller selber. So, jetzt seht ihr, wie das aussieht. Das ist bei mir die 80% rum. So. Statt Demo wird nochmal eingeschaltet. Das finde ich jetzt ganz toll, weil normalerweise bricht er dann ab. Ja? Und er hat das jetzt automatisch gemacht. Das finde ich jetzt eigentlich ganz klasse. Ja? Also muss ich echt sagen, es ist von den Stadtwerken Tauberfranken eigentlich eine ganz tolle Lösung hier. Und wie gesagt, im Rahmen des E-Cannonballs sind heute ganz viele durch die Gegend gefahren und vielleicht hat es auch an manchen Stellen geklappt oder auch nicht. Aber ich denke halt, hier ist einfach der Knackpunkt. Wir brauchen mehr funktionale oder funktionierende Ladesäulen und das muss halt eigentlich klappen. Leute, ich will euch jetzt nicht ärgern. Deswegen, ihr seht wahrscheinlich nicht mehr viel und ihr denkt, warum macht er das jetzt? Ich will heute auch nicht irgendwo schimpfen oder Frust rauslassen, aber ich sag euch, man kommt von A nach B, ne? Ist kein Problem, aber wenn ich dann immer, mittlerweile gibt es einen Haufen AC-Ladesäulen, da habe ich in Tauberbischofsheim, habe ich dann einfach dann halt dort nochmal eine Stunde einen Einkauf gemacht und bin dann zurück, oder war es vielleicht sogar fast 2 Stunden, weiß gar nicht, doch, 1,5 Stunde, 2 Stunde. Und jetzt bin ich hier und lade zwar nochmal so voll wie es geht, weil es doch ein bisschen Umweg war und guck, dass sie heimkommen, dann klappt es auch. Aber an einer Raststätte, beide Ladesäulen, die nicht gehen, ja, wie in Tauberbischofsheim oder ob der Tauber West und Ost. Ich habe angerufen und die Hotline hat mir gesagt, tut mir leid, aber die Ladestation auf der anderen Seite geht auch nicht. Ja? Also das heißt, ich hätte nicht mehr hin und wieder zurückfahren können. Das ging einfach nicht. Ja? Das ging einfach nicht. Und das sage ich, das kann nicht sein, oder? Kann das sein? Das kann nicht sein. So. Ja, wie gesagt, ich lade hier noch ein bisschen. Könnt ihr sehen, das ist 83%. Und wenn ich Glück habe, klappt da alles. Sorry, aber ja, auch ich muss euch das einfach mal sagen. E-Mobilität ist von den Fahrzeugen her wirklich nicht das Problem. Auch die Akkus sind stabil, sie halten sehr, sehr lang. Ja. Aber wählt euch immer auch das Auto so aus, dass das für eure Situation passt. Ich habe mich am Anfang mit einer Hybridfahrerin unterhalten und die Hybridfahrerin hat mir gesagt, ja, hier gibt's nichts und sonst was. Und ich habe dann auch noch gedacht, ja, okay, aber es gibt ja auch andere Autos, ne? Und ich verstehe das aber auch. Deswegen, es ist toll, dass man sieht es in der IAA, viele neue Fahrzeuge elektrifiziert sind. Ich würde mir wünschen, dass das etwas anders wäre, weil es, wie gesagt, auch funktioniert im Prinzip. Aber es gibt regional halt einfach noch diese Engpässe, wo ich sagen muss, da müssen wir, oder besser gesagt, unsere Anbieter dran. Oder es müssen neue Startup-Lösungen kommen, sage ich immer. Und ich denke da an was Bestimmtes. Aber da lasst ihr euch mal noch überraschen, was ich mir schon lange, sage ich jetzt mal, meine Gedanken mache. Möchte ich jetzt hier an der Stelle nicht zu viel verraten. Aber ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen, dass alles glatt geht. Und ich wünsche euch noch eine schöne Nacht oder einen schönen Abend. Ich weiß nicht, wann es jetzt sind. Wahrscheinlich später halt. Aber ich möchte einfach mal, dass ihr das seht. Wenn ihr mich
kennt, dann wisst ihr ja, ich bin da ein relativ offener Mensch und ich möchte auch nicht alles in den Himmel loben, aber egal was es ist, es gibt irgendwo immer Grenzen und Engpässe. Ne? Beim Verbrenner muss ich es bezahlen, den Service. Viele E-Autofahrer würden das auch machen. Es geht da nicht immer ums Kostenlos, das ist jetzt halt die ersten Jahre so gewesen, aber mittlerweile möchten viele auch entgeltlich oder auf andere Lösungen setzen. Hauptsache, sie kommen von A nach B und es funktioniert. Und ich denke, eigentlich müsste das auch gehen. Ne? Also auch in, ja, wieder von meiner Seite auch, wenn ihr Politiker habt oder selbst sagt, ihr habt da irgendwo einen Draht in die kommunale Politik oder bei Stadtwerken irgendwo einen Einfluss, ja, versucht dann auch den Leuten, das vielleicht, die an den Hebeln sitzen, einfach auch immer zu vermitteln. Es geht nicht darum, dass man bestimmte Dinge wie zum Beispiel E-Autos oder so irgendwas noch fördert. Jeder, der weiß, was für Vorteile so ein E-Auto hat, der wird wie ich sagen, okay, ich hole mir eins und möchte aber einfach, dass die Flexibilität wie beim Verbrenner auch gegeben ist. Ja? Und deswegen guckt bitte, dass es Ladeinfrastrukturlösungen gibt. Das ist das einzige große Problem, finde ich, wenn man von Problemen spricht. Alle anderen Dinge, die auch mit dem E-Auto zu tun haben, eigentlich nicht. Genau. So, aber jetzt wirklich gute Nacht. Und ihr werdet sicherlich die nächsten Tage auch wieder was von mir hören. Also an dieser Stelle, ciao und bis bald.